Ein Hallo und herzlich willkommen beim Sitterblätter mit dem Grunchcore auf der anderen Seite der Leitung. Juhu! Und meiner Wenigkeit Hackbart. Wir sind wieder hier unterwegs mit Project Cars. Gerade alles ein bisschen eingestellt. Unser Plan für heute ist im Prinzip, dass wir in Barcelona, Catalunya National, ein freies Training von 5 Minuten fahren, ein Qualifying von, ich glaube, 5 Minuten oder 10 haben wir eingestellt und dementsprechend Rennen mit 7 Minuten. Genau, Qualifying geht auch 5 Minuten, man sieht es hier wunderbar. Ich würde einfach sagen, wir starten durch und dann gucken wir, was passiert. 5 Minuten, ey, das reicht für eine freie Runde. Ey. Ja, ist doch wunderbar. Darfst du auch keinen Fehler machen. Naja, ja. Muss ja noch ein bisschen Spaß hier werden. Brumm, 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 brumm. Läuft. Lad. Lade, 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 lade. So, wir gehen auch sofort raus zum Fahren des freien Trainings. Ich bin mit einem Audi RS8 unterwegs, der Grunchcore, wenn ich das richtig gesehen habe, mit einem Aston Martin. Irgendwie habe ich keinen Sound. Du hast keinen Sound. Das ist sehr schlecht. Warum hast du keinen Sound? Das weiß auch keiner außer Gott. Ah, nicht mal der wahrscheinlich. Boah, irgendjemand hat mich rausgedrängelt. Ja, ihr kaspert da euch gerade gegenseitig. Na, Bande war dein oder was? Ja, Bande war meine. In die Box, ich hab einen Schaden. Ja, zurück zur Box, okay. So, jetzt habe ich wieder Sound. Ich bin die Strecke auch noch nie gefahren. Ich bin echt gespannt, was. Jetzt habe ich auch wieder Sound. Ja, wenn du Sound hast, ist es umso besser. Ich kenne die Strecke auch nicht. Die Runde. War das mit dem Umschalten, ey? Das war X. Die blaue Taste. Oh, hier ist ja eine Kurve. Oh. Okay, ich habe in die Box einen Schaden. Wie fahre ich denn in die Box? Ich müsste ja eigentlich... Ja, in diesen roten Kreis da rein. Oder diese rote Strecke dann an der Seite folgen. Ja, das ist klar. Aber so oh, direkt... Ja, dann repariert er dich schon. Box zur Zeit belegt. Das ist mir doch völlig wurscht. Sieh zu, dass sie nicht belegt ist für Kasper. Was kannst du denn dafür, dass die Box derzeit belegt ist? Ja, ne? Wollte gerade sagen, ist doch nicht mein Problem. Außerdem, warum ist die Box belegt? Du bist doch da drin. Steht hier, Box zurzeit belegt. Ich fahre jetzt durch. Eigenartig. Aber sowas von eigenartig. Ich fahre jetzt mit einer kaputten Aufhängung. Okay, zum Glück müssen wir ja nur noch 2 Minuten 30 überleben. Dann gehen wir auch schon ins Qualify. Sehr kurvenreich auf jeden Fall. Oh shit! Nicht drauf geachtet. Und in die Bande. So muss das sein. Damit, würde ich sagen, habe ich einen Reifen verloren oder irgendwas? Keine Ahnung. Was weißt du überhaupt, mein Junge, was? Weißt doch, ich habe einen Reifen verloren, tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, ich habe dann wohl mal keine Qualizeit. So, ist ja kein Problem. Ich werde hier auch nochmal schnell in die Box fahren. Vielleicht kriege ich ja eine Runde mal auf die Reihe. Wobei jetzt bei der Reparatur auch nicht mehr. Was soll ich mit 116 Litern im Tank? Das frage ich mich immer wieder. So, Grunchcore, man sieht es hier in der Ecke. Schön. No, ich stehe da. Und freust dich das Schild da an. Ja. Mal nach hinten, nach oben gucken, nach unten. Hübsches Auto. Nein, mir muss auch irgendwie meine Steuerung nicht erkannt haben. Ich weiß auch nicht wieso. Mal gucken, ob ich noch irgendwas umstellen kann. Naja, geht nicht. Wenn man im Rennen ist, kann man da nichts mehr machen. Obwohl doch, Moment. 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 So, nochmal raus. Oder nicht?
55 Sekunden noch verbleibende Sitzungsdauer. Ja, eine wird ja wohl machbar sein hier. 55 Sekunden? Nee. Zumindest nochmal rausfahren. Nee, ich glaube, da müssen wir in Zukunft tatsächlich 10 Minuten nehmen. Was? Strecke geschnitten, Tempolimit, Strafe 45 Sekunden. 45? Ja, ja. Läuft, ne? Mhm. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nee. So, das heißt, ich eier jetzt hier schön genüsslich über die Strecke. Genau, hältst den... Halt den Verkehr ein bisschen auf. Verkehr ein bisschen auf, genau, hast den einen da rausgeschubst. Richtig. Oh, ich muss ja nach links abwinken. Na, so ein Pech. So. Läuft. Was ein Scheiß. Ja. Schon mal eine Kackstrecke. Na, so kacke finde ich die gar nicht, aber... Wir haben... Ich durch ja die vielen Kurven... Ja. Das, sehr heftig, ja. Das ist jetzt sehr interessant. So, für eine Runde brauchst du halt eins irgendwas, ne? So. Qualifying. Alles raus, was geht. Grunge Co. ist genau vor mir. Den fahre ich jetzt gleich schön ins Heck hinten rein. Naja, vor mir ist auch einer rausgekommen. Wumm. Wumm. Ach, siehst du, ich wollte mich eigentlich mal um die Steuerung kümmern, aber naja, gut. Nicht wieder denselben Fehler machen. Nee, nicht so wie eben gerade. Wir probieren jetzt hier auch mal eine anständige Einführungsrunde zu erbringen. Und dann mal sinnvoll eine Qualifying-Runde zu fahren. In der Hoffnung, dass Grunge und ich uns hier nicht rauskannten. Oh! Boah! Hier ist doch eine scharfe Kurve. Ja, mein Gott. Weiß doch, wer bremst, verliert. Das ist doch das übliche Spielchen hier bei uns. Da wärst du schön rausgeschossen aus der Kurve. Viele, viele Kurven. Sehr, sehr kurvenreiche Strecke, ja. So richtig Gas geben kann man hier nicht. Aber wir haben zumindest mal eine Runde geschafft, ohne unser Auto kaputt zu machen. Ja, abwarten. So, ab jetzt fangen auch die Zeiten an zu zählen. Ich bin unmittelbar hinter dir. Das wird natürlich doof jetzt. Ich würde dich gerne überholen. Aber ich habe einfach so Angst, dass wir uns so bekaspern, dass hier wieder am Ende nichts geht, ne? Die Strecke ist auch so kurz. Vor mir auch nichts geht, großartig, ja, ne? Dass man auch nicht mal überholen kann. Das heißt, du bist eigentlich gezwungen, deine Position zu halten und zu probieren, hier eine Bestzeit zu fahren. Kannst ja auch nicht groß reinstechen, weil... Nee, wir kannst du schon, aber jetzt hier in dem Fall hilft mir das gar nichts. Oh, der hat sich aufgelöst. Ja, ich bin gerade durch einen durchgeglitscht, genau. Ja, auch in ich glaube, weil der in der Box gefahren ist. So, ich bin Zweitplatzierter. Und du bist Erster, wenn ich das richtig sehe. Ja, der sieht den Scheiß hier ausgedacht. Ich habe hier so einen ekligen BMW hängen, den werde ich auch nicht los, ne? Das kann ja wieder ein lustiges Rennen werden mit so vielen Fahrern hier auf der Strecke. Wovon du ausgehen kannst. Ja. Schon wieder dasselbe Problem, ey. Na, du bremst zu spät. Ich denke aber auch immer schon, dass hier ist was kaputt. Noch weiter nach links reinziehst und dass das dann klappt. Aber du bleibst dann immer einfach auf der Stelle da stehen.
Du siehst leicht, was machst du da? Ich hab die Kontrolle nicht mehr, weil nachdem du mir reingefahren bist, ist was kaputt gegangen. Dann tut's mir herzlich leid. Oh. Schlecken tut's. Das sind jetzt auch noch 55 Sekunden. Ich denke aber, dass du den ersten behalten wirst. Boxenstopp-Prognose von 39 Sekunden. Das ist uncool. Oh, 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 oh. So, erster und zweitplatzierter, wenn ich das richtig mitkriege. Yep. So sieht's aus. Wird das ja mega interessant. Wir müssen halt nur gut wegkommen. Ja, und möglichst nicht gegenseitig rausschießen. Genau. So. Yay. Sehr schön. Grunt-Co startet als erster, dann meine Wenigkeit mit 5000stel. Ne, 500stel. Dann geht das auch schon zum Rennen über jetzt. Yay. Yippie, yay, yay, Schweinebacke. Bitte zieh nicht gleich nach links raus, ey. Green, green, green. Na, ich bin ganz gut weggekommen. Nicht so gut. Ja, aber das zieht auch ein bisschen mehr, glaube ich. So, ich bremse, Vorsicht. Das Feld sieht sehr eng da hinten aus, wenn man in den Rückspiegel mal guckt. Boah! Boah! So holprig diese Strecke hier auch. Oh. Ah, selber Fehler wieder gemacht. Ich hab mal ein bisschen abgebremst, weil sonst wäre es für uns beide nicht gut ausgegangen. Achtung, ich komme von innen. Ja, bin dabei noch. Aber bin doch etwas innen. Ah, sauberer Tausch hier. Oh, hier geht's ja rechts rum. Ja, rechts rum. Wo wolltest du lang? Links, oder? Ja, super. Ich hab schon nach links gelenkt, dachte mir so, warum ist die Strecke jetzt zu Ende? Jetzt geht's ab sofort Offroad. Meiner braucht ewig für zum Bremsen, ne? Ja, meiner aber auch. Also ich rutsch noch ewig weit, ey. Ich bin jetzt schön weggerutscht gerade. Ah, ich sehe dich im Rückspiegel. Wenn man einmal bremst, hat man echt verloren hier, ne? Aber solange wir von den Gegnern hier wegkommen, ist das alles in Ordnung. Ja, aber so richtig wegkommen sehe ich gar nicht. Aktuell, aber zumindest sieht so aus, dass wir uns nicht direkt am Sack hocken. Kleinen Puffer schaffen, genau. Achtung, rechts rum. Wow. Was wird das jetzt hier für ein Feind? Achso, da bist du. Ich hab dir aus dem Platz gelassen, in den Platz gelassen. So, wieder Tausch von den Führungsplätzen. Oh oh. Uah! Oh! Ganz eng an dir an vorbeigekommen hinten. Ich weiß nicht, ob ich dich berührt habe. Ja. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr eng aus. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich mich jetzt gefangen hatte. Ja,
alles regelkonform. Genau. Oh, ey, diese Kurve, ich krieg sie nicht auf die Reihe, ne? Oh, Abkürzung, wenn das mal keine Strafe jetzt gibt. Ja, kommt aus allem straffrei hier raus. Nee. Um mich von der Strecke zu drängen. Auf keinen Fall komme ich straffrei irgendwo raus. Nein! Ist schon wieder ein Hütchen umgenatzt. Grunge hängt mir noch ein bisschen am Popöchen. Ein ganz klein bisschen. Also ich habe für mich beschlossen, dass ich mir hier kein Lenkrad für kaufen werde. Ich werde das hier entspannt mit meinem Controller weiter zocken. Oh, reichen! Hat er gesagt, hat er verkackt. Ja. Vor allem entspannt ist super. Ich glaube, meine Achse ist kaputt oder was auch immer. Merkst du es denn ruckeln im Pad oder so? Ja, so ganz leicht, aber ich bin der Meinung, ich komme ein bisschen schwieriger um die Kurven hier rum. Aber dafür ist auch mein linker Vorderreifen fast dauerhaft rot. Ja, vielleicht hat er jetzt irgendwie ein bisschen was abgekriegt. Ich werde das Rennen noch beenden, bis zum bitteren Ende. Oh, ein kleiner Verbremser vom Grunge-Car. Langsam wieder ranarbeiten hier. Oh, diese Kurven hier, rechts, links, ey. Ja, ich würde ja gerne den Windschatten ausnutzen, aber die Entfernung dafür ist ein bisschen zu groß. Echt mal, die Verwirbelung ist ja an dem Punkt schon wieder da, ey. Ja. Oh, das könnte meine Chance werden. Oh! Jetzt will er es wissen hier auf die letzten Meter. Alter! Was stimmt denn mit dir nicht, Mann? Jetzt mit allen Mitteln probiert er hier, mich von der Kante zu schieben. Ich schieb nicht. Nee, bin nur reingestochen. War alles regelkonform. Dann nennt uns das auch so. Weißt du, kommt mir mit regelkonform, versucht's mit allen Mitteln, aber buxiert mich gerade hier raus, ne? Was? Ich mach hier gar nichts. Bin ganz weit weg. Bin mir keiner Schuld bewusst. Nu. Ja, genau. Holt das rosa Handtäschchen raus. So, letzte Runde. Jetzt geht's nochmal um alles hier. Jetzt werden hier mal andere Geschütze aufgefahren. Da ist jetzt versucht, der Stadt mit Rammen auch mal mit fahrerischen können. Ah, ja. Oh.
Ja, oh, oh. Ich brauche gar kein fahrerisches Können, weil du machst es mir sehr, sehr einfach. Irgendwas ist hier passiert gerade. Ja, was machst du? Mein Reifen ist rot links. Ja, meine auch. Aber da dürfte eigentlich nichts sein, weil das ist ja nur eine Überhitzung, wenn ich das alles so richtig deute. Irgendwie zieht er aber. Also mit ziehen meine ich nicht, dass er... Boah, jetzt hat mich hier gerade einer gerammt. Na sowas, alles regelkonform, weißt du doch. Ja, haben wir ja seit Hackbart spätestens gelernt. Alter, jetzt werde ich hier geschoben. Ich fahre noch mal ins Ziel ein. Ja, ich habe jetzt eine Tempostrafe bekommen, weil ich jemanden gerammt habe. Super, alles regelkonform. Alles regelkonform. Ja, ja, ja. Wir sind im Ziel. Ich würde sagen, Grunge Co. fährt seine Runde noch entspannt zu Ende. Ja, ja, bin gleich drin. Sehen können wir nichts. In der Zeit verabschieden wir uns auf jeden Fall von euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut euch auf die nächste Folge und wir sagen Tschüssikowski und bis dann.